Ja, herzlich willkommen bei Free Spirit TV, dem Sender jenseits des Mainstreams. Heute mit einem herzlichvollen Gespräch mit Sandra und Marcel, die zwei jenseits der Matrix. Bis gleich. Ja, meine Lieben, und jetzt freuen wir uns auf einen tieferen Einblick in, hinter, vor, über und unter die Matrix mit der Sandra und dem Marcel. Wie versprochen, endlich hat's mal wieder geklappt, dass wir zusammenfinden. Herzlich willkommen bei Free Spirit TV. Super. Dankeschön. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr. Gern geschehen. Und wie ihr euch vorstellen könnt, habe ich ein paar spannende Fragen vorbereitet. Einige haben wir auch im Vorfeld schon ein bisschen miteinander angeschaut, die interessant sein könnten. Zuallererst, alle, die das Video noch nicht kennen, das erste Interview, was ich mit Marcel gemacht habe, schaut es euch an, damit ihr up to date seid, was die beiden schon erlebt haben. Und ich bin natürlich jetzt besonders gespannt, ob es neue Entdeckungen gibt. Ihr erinnert euch an die Eisenbahngeschichte und das Durchschauen der Shapeshifter und so weiter. Habt ihr in der Zwischenzeit wieder neue Erkenntnisse erlangt oder neue Erlebnisse gehabt? Oh, sehr, sehr viel. Immer und immer wieder kommen neue Informationen. Es ist so, wie wir versuchen, immer noch die Verbindungen zu knüpfen zu all dem, was wir gesehen haben. Es waren so viele Eindrücke gleichzeitig in so kurzer Zeit. Und ja, immer und immer wieder kommt was Neues dazu. Das heißt, obwohl ihr euch selbst schon so intensiv mit dem Geschehen befasst, ist es trotzdem, also so einen wirklichen Durchblick zu haben, ist wahrscheinlich schwierig, oder? Ja, es ist sehr, sehr komplex, ja. Aber am besten, finde ich, sieht man durch, wenn man sein Herz geöffnet hat, dann ist das ganz leicht zu verstehen. So ist es. Ja. Marcel, was ist dir denn so passiert? Alleine gestern zum Beispiel, da waren wir mit einer Freundin unterwegs und da habe ich zu ihr gesagt, der Mann kommt jetzt bestimmt auf uns zu und spricht uns gleich an und will uns dieses und dieses andrehen. Und am Ende sind wir aus dem Auto ausgestiegen, ich habe schon gar nicht mehr dran gedacht und die Freundin von uns hat nur noch gelacht, weil genau das ist eingetreten, was ich vorausgesehen habe. Und der Mann hat all genau das genau Stück für Stück gemacht. Und das war ein normaler Mensch oder auch ein Verdeckter? Aus der Matrix. Das Spannende war, der war nur da, wo wir da waren und ab dem Moment, wo wir in den Laden gegangen sind und wieder rausgekommen sind, dann war der nicht mehr da. Mhm. Ja, das kenne ich. Wir haben auch immer wieder solche Erfahrungen, dass wir jemanden sehen und dann ist er plötzlich verschwunden, was gar nicht sein kann. Wie interpretiert ihr das? Umso mehr man im Kopf versunken ist, umso mehr folgt man den alten Matrix-Programmen. Und umso mehr du in deinem Herzen bist, umso mehr kannst du das durchschauen. Oder du hast so Eingebungen oder so ein Gefühl, was jetzt als nächstes passieren wird. Oder du kannst dann auch natürlich die Energien spüren oder sehen. Mhm. Oder du kannst auch die Gedanken lesen und dann kannst du schon ungefähr abschätzen, was als nächstes kommen wird oder wie der andere reagieren wird. Mhm. Das heißt also, wir schwanken in unserem Bewusstsein, weil manchmal gelingt das, manchmal ist das ganz normal und manchmal sind wir auch normal in dem Sinne, dass wir Richtig. Nichts wahrnehmen. Hä? Genau. Ja. Wir sind ja jetzt in einer Zeit, wo wir davon ausgehen, dass die Schleier der Matrix sich so langsam lüften und das ganze Illusionsgebilde zerfällt, zumindest die Projektion darüber. Was denkt ihr, was geschieht, wenn der Schleier ganz fällt? Boah, ist schwer zu sagen. Also mein Gefühl ist, es wäre sehr schockierend für die Menschen. Mhm. Und ich habe so das Gefühl, das geschieht so stufenweise. Sehr, sehr langsam fürs Kollektiv, weil wenn sie das jetzt alles sehen würden, ich denke, die meisten könnten es gar nicht glauben. Mhm. Also selbst wenn sie es sehen würden und man hätte Beweise, es wäre zu schockierend. Die einen würden wahrscheinlich dann sagen, so wie, ach, das habe ich schon immer gewusst, die anderen so tun, als gäbe es das nicht, ach, das ist nur Verschwörung und so weiter und so fort. Und die anderen würden wahrscheinlich in die Schockstarre verfallen und wüssten gar nicht mehr, warum sie überhaupt noch leben, warum sie überhaupt das ihr ganzes Leben gemacht haben, was sie gemacht haben. Mhm. Ja, wenn wir davon ausgehen, dass die meisten Menschen in solchen Situationen entweder in den
Flucht- oder Kampfmodus wechseln aufgrund ihres Stammhirnes, dann wird es wahrscheinlich ein ziemliches Chaos da draußen geben. Nehmen wir mal an, wie können sich denn die Menschen am besten darauf vorbereiten, gut durch diese Zeit zu kommen? Unser Basistipp: im Herzen bleiben. Ja, das ist natürlich leicht gesagt. Wie macht man das? Vor allem, also der Vorteil ist erstmal am Herzen, das ist, es verbindet den Geist und den Körper. Also es ist die Mitte von beiden und es tut alles miteinander bündeln. Und wenn wir da nicht mehr unseren Kopf die ganze Zeit und unserem ratternden Verstand die ganze Zeit hinterher folgen, dann verbrauchen wir auch weniger Energie und haben mehr Energie, um in das Gefühl zu kommen und auch zu spüren, passt das jetzt zu mir oder passt das jetzt gar nicht zu mir? Mhm. Und das ist ja auch schon ein Problem bei den meisten. Sie haben verlernt, überhaupt im Gefühl zu sein oder auch mal zu fühlen. Stattdessen immer im ratternden Verstand, was muss ich als nächstes tun, dahin, dahin und so weiter und so fort. Eigentlich die ganze Zeit im Überlebensmodus unterwegs im Leben. Mhm. Gut, ich meine, die Fragen bleiben, aber wenn man die mit dem Herzen beantwortet, dann wird das Leben kompliziert. Oder man spürt es einfach. Ja. Ja. Also was ich so für mich festgestellt habe, ist, wenn neue Informationen kommen, ich gucke immer, was schlägt hier in meinem Herzen an und was nicht. Weil es geht ja auch sehr viel Verwirrung umher. Und auch in den alternativen Medien sprich auch sehr viel Verwirrung. Du kannst kaum mehr herausfiltern, was ist jetzt wahr, was ist jetzt falsch, ist das infiltriert, ist das nicht wahr und so weiter. Und ich mache das für mich so, ich spüre immer so hier in mein Herz rein. Also wo spüre ich da wirklich eine Resonanz und wo nicht? Und ich vertraue, so gut es geht, auf mein allererstes Gefühl. Alles andere, meiner Erfahrung nach, ist dann nur der Verstand. Und das ist dann meistens auch nicht wahr. Oder es ist verdreht oder überlagert. Und das ist so die Prüfung. Genau, und was man halt, woran man es auch noch erkennen kann, öffnet sich jetzt mein Brustraum oder verschließt er sich jetzt? Das ist auch ein sehr, sehr offensichtliches Zeichen, woran man es sehr gut erkennen kann. Also man spürt es auch im Körper, nicht nur geistig, ja. 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 Würdet ihr sagen, dass wenn man seinem Herzen folgt, dass man dann gesünder ist? Du lebst mehr im Moment, du wertschätzt auch die kleinen Dinge im Leben, die du hast. Du machst einfach viel mehr das, was dir wirklich gut tut, du spürst dich wieder. Weil sehr oft gibt unsere Seele ein Signal und wir hören es nicht, weil wir auf Autopilot laufen, weil wir den alten Programmen hinterherlaufen und wir spüren uns oft überhaupt nicht mehr. Ja, gut, wurde uns natürlich auch nicht gelehrt, das zu tun, oder? Richtig, von Anfang an. Uns wurde ja immer beigebracht, dieses Gefühl ist nicht gut, das muss weg, so musst du sein, erst dann bist du wundervoll und wertvoll und so weiter. All das darf man halt jetzt durch diese alten Matrix-Programme jetzt hindurchschreiten. Genau, das ist ja die, wie du es gesagt hast, die alte Matrix, die jetzt einen neuen weicht. Damit man sich ein bisschen zurechtfindet, ist es natürlich sinnvoll, wenn man die Matrix ein bisschen kennt. Ja, wie ist denn eurer Meinung nach die Matrix so aufgebaut? Auf welchen Prinzipien beruht das Ganze? Verdrehungen, Illusionen, Spiegelungen. Das ist wie, du läufst in einem Spiegellabyrinth herum. Verantwortung abgeben, als müsste jemand anderes über dich bestimmen, was du zu tun hast. Stattdessen hast du die ganze Zeit die Eigenverantwortung. Dein Herz schickt dir die ganze Zeit Impulse, deine Seele schickt dir die Impulse und du darfst einfach nur wieder in dein Gefühl kommen, um diesem Gefühl dann auch vertrauen, dem Ersten. Ja, auch eines dieser Grundprogramme ist, du gibst einfach deine Verantwortung ab an einen Herrn, an einen Gott. Du weißt, wie ich meine, oder an die Außerirdischen, so du wartest immer auf einen Retter. Oder ans Universum auch abgeben, anstatt zu sagen, ich folge jetzt meinem Herzen einfach. Klingt einfach. Aber erstmal durch diese Programme oder sie zu entlarven erstmal, darum geht's ja erstmal. Ja. Das heißt also zuerst zu erkennen, dass das Prinzip ist, gib deine Verantwortung ab und dann die Verantwortung wieder übernehmen, oder? Das ist genau, ja das, was genau. Schwerfällt, genau. Oder? Ja, richtig. Das ist der erste Schritt, genau, die Erkenntnis. Welche Rolle spielt denn da die Angst? Eine sehr große. Mega groß. Wir haben Angst vor unserem eigenen Licht, vor unserer eigenen Kraft. Da uns eingeredet wurde, so wie wir sind, ist nicht in Ordnung.
So von Anfang an. Und wenn es der Lehrer ist, ja, dann bist du still und hörst dem Lehrer zu. Fragen stellen ist sowieso nicht erlaubt, weil die anderen haben ja sowieso recht. Mhm. Und es sitzt sehr, sehr tief. Also dieses Programm, wir warten auf irgendetwas. Ja. Und sei es auf ein astrologisches Event, das ist immer das gleiche Programm. Ja, klar. Und bis dahin passen wir uns an, oder? Es wiederholt sich überall, egal wo wir hinschauen. Mhm. Auch bei zum Beispiel jetzt im Supermarkt, die Mitarbeiter als Beispiel, die meisten geben die Verantwortung an den Chef ab, anstatt jetzt sozusagen als Team zum Beispiel etwas Neues oder eine andere Struktur zu erschaffen mit dem Chef zusammen. Ja, das geht ja nicht, dann verliere ich meinen Job, weißt du? Mhm. Ja. Und ich brauche das Geld. Mhm. Was wären die drei Hauptübel, sage ich mal, der alten Matrix? Wie könnte man es beschreiben? Also zum einen die Wegführung vom Herzen und von der Seele. Weil ich finde, wenn man Kinder beobachtet, kann man es noch sehr schön erkennen. Mhm. Die ganz kleinen Kinder, die sind noch so angebunden an ihr höheres Ich, an ihre innere Weisheit. Mhm. Wir formen sie dann nach unseren Vorstellungen und begleiten unsere Kinder kaum mehr. Das ist der erste Übeltäter. Ja, beginnt also sehr früh. Sehr früh, ja. Schon bei der Geburt. Und dann das nächste, jemand im Außen sagt uns, was als nächstes ansteht, wie zum Beispiel jetzt in der Astrologie oder irgendwelches ein Event und so weiter und so fort. Oder ach, hier ein Anwalt macht das schon alles hier jetzt politisch und so weiter und dann ist das Thema gegessen und so weiter. Nein, es geht eher darum, dass wir auch wieder zurück in die Verantwortung kommen, anstatt jetzt zu warten auf irgendetwas, sondern eher uns fragen, was können wir denn jetzt tun, um es besser zu machen oder dass wir uns einfach wohler fühlen. Mhm. Oder und welche Menschen passen dazu? Die Eigenermächtigung. Genau. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Dann ist das eigentlich nur ein Grundproblem, nämlich sich selbst nicht mehr zu vertrauen. Korrekt. Richtig, ja. Ja. Korrekt. Und wenn man sich nicht traut, dann kann man ja gehorchen, oder? Dann ist man wenigstens nicht schuld. Genau. Wortwörtlich. Ja. Genau. Ja. Wenn das so ist wie ihr, also ich weiß ein bisschen so, wie ihr lebt und so, ist ja nicht ganz so verlockend jetzt, den Menschen zu sagen, steigt aus der Matrix aus und lasst euer Leben und euer Weltbild zusammenbrechen. Mhm. Erfahrt ihr auch Angriffe von Seiten der Matrix, weil wenn man raus will, die brauchen uns, also natürlich. Definitiv. Was erfahrt ihr da so in eurem Leben? Natürlich. Also ich habe für mich festgestellt, umso größer die Reichweite steigt, also jetzt in meinem Fall, umso mehr bekommst du natürlich auch Gegenwind. Mhm. Und ich kann das teilweise schon sehen, das sind teilweise bezahlte Agenten, KI. KI, Kommentare, Kanäle und die Hauptaufgabe besteht nur darin, Verwirrung zu stiften in der Community. Mhm. Und Angst zu verbreiten. Angst zu verbreiten, die Stimmung zu drücken. Es geht auch viel um die Frequenz. Also sie wissen, wenn du in der Liebe bist oder im tiefen Urvertrauen bist, man kann ja mit dir nichts mehr anfangen. Mhm. Es geht aber nur du über störst die Angst. Dann halt. Ja. Ja, genau, genau. Ja. Und denkt ihr, diese Schwierigkeiten zum Beispiel, eine Wohnung zu finden, das ist jetzt aktuell ein Thema auch von euch, schon am letzten Gespräch war das, Marcel, ein Thema. Wahrscheinlich hat es Übergangslösungen gegeben, aber so diese fixe Homebase habt ihr noch nicht. Denkt ihr, dass das auch gezielt ist, damit ihr nicht zur Ruhe kommt, damit ihr keine Burg bauen könnt, quasi von welcher aus ihr wirken könnt, oder? Ja, also wenn man es von einer sehr hohen Ebene sieht, von der dunklen Seite, wenn man das so sagen kann, ja. Mhm. Ja, also ich hatte die Botschaft empfangen, als wir in dieser Ebene waren, alles, was wir verdient haben, ist es, auf der Straße zu leben. Oder in einem untergekommenen Gebäude. Haben sie gesagt, ja. Gut, also sie tun da alles dafür. Und jetzt die Frage, wenn doch Licht stärker ist als die Dunkelheit und Liebe stärker als der Hass, dann müsstet ihr es doch eigentlich schaffen. Ihr seid eigentlich ja schon, ja. Ja. Weil dein Herz ist schneller. Und hier eine kurze Unterbrechung. Weißt du eigentlich, dass wir seit bald 20 Jahren das ultimativ transformierende Bewusstseinstraining Free Spirit anbieten? Ja, tausende glückliche Teilnehmer bestätigen die tiefgehende und nachhaltige Wirksamkeit
der von uns über Jahrzehnte entwickelten Methode. Entdecke gemeinsam mit uns und vielen Gleichgesinnten die unglaublichen Möglichkeiten deines Bewusstseins und lerne, wie du dein Traumleben ganz konkret erschaffen kannst. Genau, lerne, wie du sämtliche Blockaden, alte Muster und selbst tiefste Traumata integrieren und wieder so richtig frei werden kannst. Informiere dich jetzt oder gleich nach dieser Sendung unter www.freespiritinfo.com. Und jetzt die Frage, wenn doch Licht stärker ist als die Dunkelheit und Liebe stärker als der Hass, dann müsstet ihr es doch eigentlich schaffen. Ihr seid eigentlich schon, ja. Ja. Weil dein Herz ist schneller. Korrekt. Dein Herz ist so viel schneller und das haben wir auch in dieser Erfahrung sehen dürfen. Mhm. Also sie sind sehr gut hier, logisch, ja. Sie können auch Aktionen berechnen oder sie berechnen halt einfach dein Unterbewusstsein, wie man es auch immer sagen will. Aber sie verstehen nur schwer die Seelenebene. Mhm. Und umso mehr du hier bist in deinem Herzen und du vertraust auf deine allererste Intuition, dein Bauchgefühl, was du hast, dann sind sie verwirrt, haben wir gesehen. Und dann brauchen sie Zeit, um hinterherzukommen. Mhm. Also das heißt, wenn du auf dein Herz hörst und danach handelst, dann findest du immer einen Weg. Be like water. Sei wie Wasser. So, du schlingest dich dann irgendwie so durch und vorbei. Und nicht immer der leichteste Weg, oder? Nicht immer der leichteste Weg, nein. Nein. Aber dafür wird man da auf diesem Weg halt gestärkt, um halt noch stärker in Zukunft zu sein. Mhm. Weil es sind ja ganz viele Bausteine im Weg und diese kann man als Trainingsfeld nutzen. Mhm. Inwiefern hat das eure Verbindung zueinander gestärkt? Ja, beides. Die Schattenseiten und die Lichtseiten, ja. Also wir vertrauen uns dadurch noch viel, viel mehr und haben dann auch noch viel mehr unsere Aufgabe hier verstehen können. Definitiv. Mhm. Macht ihr auch die Erfahrung, dass man zusammen stärker ist als alleine? Mhm. Auf alle Fälle. Das ist auch eine Lektion, auf jeden Fall. Mhm. Für viele Menschen, dass sie sehen, zusammen können wir viel mehr erreichen als alleine. Mhm. Das vor allem ist es ja so, wenn ich sage jetzt mal so 90% der Dunkelheit folgen und nur jetzt und 9% sind zum Beispiel noch im schwankenden Schiff, was jetzt, und 1% zum Beispiel folgt jetzt, sage ich mal, dem göttlichen Weg einfach, also dem von der göttlichen Quelle, was das Herz ihnen sagt in ihrer Seele, dann ist es natürlich für das 1%chen ein bisschen schwierig, wenn die 90% versuchen, da immer wieder irgendwas zu machen. Mhm. Aber dieses 1%chen kann dafür das als Trainingsfeld nutzen, um dann in Zukunft noch viel, viel stärker zu sein. Mhm. Das heißt also wahrscheinlich jene, die schon ein bisschen weitergegangen sind, sind jetzt in der Intensivausbildung, währenddem die anderen noch gemütlich vor sich hindösen und das Leben eigentlich genießen. Ja. Ja, genau. Und die Resultate zeigen sich halt erst in Zukunft. Und die Materie braucht ein bisschen, bis sie hinterherzieht. Da. Wann denkt ihr, wird das sein, dass die Masse erwacht? Ich habe so das Gefühl, das passiert so stufenweise. Mhm. Kann das gar nicht sagen. Manchmal kriege ich das Gefühl, das dauert noch bis 2030. Mhm. Manche habe ich das Gefühl, morgen. Nee, das wird nie was, weil es verschwimmt sich. So, wenn die Energien sehr leicht sind auf der Erde, weil ich spüre viel die Energien, also sehr, dann habe ich das Gefühl, ja, das klappt easy peasy, so ganz leicht. Und dann spüre ich so was sehr Negatives kommt wieder und es drückt so gewaltig die Energie runter. Und dann habe ich das Gefühl, oh Gott, wir schaffen es nie. Also es ist immer so ein Auf und ein Ab. Du kannst auch kaum irgendwelche Prognosen im Moment geben, Zukunftsprognosen. Es ist immer so, zack, zack, so ein Hin und Her, so ein Auf und ein Ab. Und auf mich wirkt so, es liegt am Kollektiv, ja. Definitiv. Das ist ja 4D mehr oder weniger. Es ist ein schwankendes Schiff. Wohin jetzt? Es ist die fehlende Orientierung, sodass man nicht weiß, wo vorne und hinten ist, keine Klarheit mehr, weil die alten Mechanismen jetzt ausgedient haben. Und einige klammern sich dann natürlich an diese alten Mechanismen, obwohl sie eigentlich im Inneren spüren, irgendwie funktioniert das nicht mehr. Andere bekommen jetzt speziell Herzkrankheiten, Lungenkrankheiten oder irgendwas, was mit Blut zu tun hat, was ja auch wieder mit dem spirituellen Krieg, könnte man so sagen, im Hintergrund zu tun hat, weil unser Herz ist ja unser neuer Wegweiser für die neue Zeit. Mhm. Ja, und die haben sich ja einiges einfallen lassen, die letzten 2-3 Jahre, um da eine Blockade reinzuhauen, oder? Genau. Auf jeden Fall.
Und das Spannende ist halt, dass speziell diese Sachen ja Lunge, Ausdehnung, also sein Bewusstsein symbolisch auszudehnen und das Herz die Verbundenheit mit allem. Mhm. Ja, das kann man natürlich schnell zerstören, zum Beispiel die Lunge mit der Angst vor dem Tod, oder? Mhm. Ja. Und das Herz natürlich mit dem Nicht-Vertrauen, eben, wie du gesagt hast schon, Sandra, in sich selbst und ich würde jetzt mal sagen, auch in eine göttliche Instanz, die letztendlich doch alles im Griff hat, oder? Auch wenn es anders aussieht. Genau. Sie fließt durch uns. Mhm. Kann ich bestätigen. Ich hatte ja schon mal eine außerkörperliche Erfahrung gehabt, während meiner Rollstuhlzeit war das. Und da war ich bis hoch zur göttlichen Quelle, bin ich da gekommen und du konntest da alles machen, wenn du jetzt Lust hattest, einfach zu schwimmen, konntest du es direkt, da gab es keine Zeitverzögerung, du konntest es alles sofort, wenn du fliegen wolltest, konntest du direkt fliegen, alles sofort und das war wie alles eins, es war jetzt nicht so wie, das ist außerhalb von mir, es war wie alles ein großes Ganzes und dann war ich natürlich wieder zurück in meinem Körper und habe dann geguckt, ja gut, jetzt bin ich hier in einem Körper, den ich nicht ansteuern kann so richtig, mehr oder weniger, da oben sah es völlig anders aus, aber ich habe dann gespürt so eine Kraft in mir, ja, da manifestiere ich mich auch raus und jetzt stehe ich hier für die Mission ein, die ich da oben auch sehen durfte, warum ich überhaupt hierher gekommen bin. Mhm. Ja. Ja, dann hoffen wir, dass es noch eine Zeit lang dauert, weil ich glaube, das wäre nicht unbedingt lustig für jene, die noch gar nicht an ihrem Bewusstsein gearbeitet haben. Stell dir vor, es würde alles geschehen, sofort, was sie denken. Ja. Ja. Das wäre gar nicht möglich, ja. Ja, habe ich auch das Gefühl, es ist mehr Chaos wie jetzt. Noch viel schlimmer. Das ist ja vielleicht auch ein Grund, diese Schnelligkeit, das habe ich auch erlebt bei meiner außerkörperlichen Erfahrung, dieses augenblickliche Instant-Leben, was man da hat. Man braucht gar nicht mehr überlegen. Man erlebt ständig das, was man will oder respektiv unbewusst will, was man denkt, oder? Mhm. Die Zeit ist dazwischen weg und wir denken ja auch schneller als die meisten Menschen und jetzt werden die Menschen noch weiter runter transformiert, dass sie noch langsamer werden. Mhm. Nervt euch das auch zu beobachten, wie die anderen kompliziert, umständlich, langsam und unverständlich sind? Ja, auch in der Mimik und Gestik oder dass sie oft Sachen machen, die wirken oft sehr unlogisch. Entscheidungen, die getroffen werden, die machen keinen Sinn. Mhm. Oder dass Menschen mittendrin einfach stehen bleiben, das haben wir auch ab und zu schon beobachtet und drehen die plötzlich irgendwie um, bewegen sich so. So wie ein Roboter, also wie, der sich jetzt gerade einfach Roboter, da dreht. Ja. Ja. Ja, also einer, der keine Ahnung hat, wo er gerade ist. So. Ja, genau. Verwirrung, ja. 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 Ja, da können wir also gespannt sein, was können wir tun, um das zu verbessern und zu erleichtern, diesen Übergang ein bisschen? Ja. Also außer die Verantwortung übernehmen, was können wir tun? Ja, also die Botschaft, die ich immer so reinbekomme, ist, sich zu vernetzen. Also all diejenigen, die hier ihr Herz am rechten Fleck haben, sich zu verbünden. Mhm. Sei es jetzt sowas, dass wir ein Interview zusammen haben, ich meine, damit beginnt's. Mhm. Aber ich spüre immer wieder, es muss noch einen Schritt weiter gehen. In Zukunft, dass wir uns wirklich real treffen, dass wir Communities schaffen, vielleicht auch ein bisschen unabhängiger werden vom alten System oder auch von den Supermärkten, wenn man so ein bisschen beobachtet, was da passiert. Unbedingt, im Hintergrund, welche Entscheidungen da getroffen werden. Ja. Für mich ist das wie so ein Aufruf, so geht jetzt in die Eigenermächtigung, baut euren eigenen Garten an, zum Beispiel. Mhm. Verbindet euch, vernetzt euch, das ist das, was ich spüre. Für die Übergangszeit. Ja, so wie macht euch das Leben schön und macht es euch nicht unnötig schwieriger, als es eh schon ist. Ja. Mhm. Oder sei nicht so streng mit dir, nur weil du jetzt gerade mal in Anführungszeichen einen Fehler gemacht hast, das ist ja in Anführungszeichen auch kein Fehler, sondern es ist ein Lernfeld, wo du jetzt gerade, so funktioniert es nicht, stattdessen funktioniert es so oder so und so. Und da sagst ausgerechnet du, mach dir das Leben schön, wenn man schaut, welchen Herausforderungen ihr da trotzdem lachen wir. Ja, wir lachen trotzdem. Und es vergeht bei uns kein Tag, wo wir lachen. Ja, es haben mich schon viele gefragt, so wie machen wir das eigentlich? Also auch auf Englisch haben mich das schon viele gefragt, weil die auch wissen, wie wir leben und was uns so passiert ist. So, die fragen uns das oft, wie könnt ihr immer noch so lachen und so strahlen? Ja. Und was halt auch wichtig ist, authentisch einfach sein.
Das ist, finde ich, auch ein sehr wichtiger Schritt, weil wenn man die ganze Zeit eine Maske mit sich herumschleppt, das wird irgendwann so zentnerschwer, dass man dann Rückenschmerzen symbolisch, seelisch gesehen bekommt und dann natürlich auch, dass der Kopf, der dreht dann nur noch durch. Was habe ich da gesagt? Was habe ich da gesagt? Und da ist schon, sind die alten Programme wieder aktiv und das Herz fühlt man in dem Moment schon gar nicht mehr. Ja. Ja, und wenn man authentisch ist, braucht man keine Angst davor zu haben, wenn die Masken fallen, oder? Eben. Genau. Eben, weil man ist vorbereitet. Ja, du bist ja eh alles, ne? Jeder hat eine Schattenseite und eine lichtvolle Seite. So die meisten Menschen haben Angst, dass man ihre Schattenseite sieht. Und dass man dann auch nicht mehr geliebt wird. So wenn man sie wirklich sieht, wie sie sind. Weil man hat es ja ihnen auch so eingeredet, dass so wie sie sind nicht okay ist. Und wenn sie sich dann zeigen, wie sie sind, ja, was ist die Konsequenz? Ich erfahre keine Liebe mehr, keine Anerkennung. Ja. Das ist ja wieder der Angst zu folgen. Das ist ja wieder genau gegen das Herz gerichtet. Die Lunge zieht sich symbolisch zusammen. Der Brustraum zieht sich zusammen. Und das, so wie das Herz, wird wieder unterdrückt und die Lunge genauso. Ja, und das Witzige ist ja, das wissen die, die es schon gemacht haben, diese Transformation. Man wird gar nicht abgelehnt mehr als vorher. Man wird aber mehr geliebt. Ja, das ist nur eine Angst vor Ablehnung. Aber die, die dich ablehnen werden, wenn du so bist, wie du bist, die tun das jetzt eh schon. Eben, genau. Ja? Genau, die mögen dich eh nicht. Ja. Da können wir die Bemühungen eigentlich loslassen. Ja, schon. Die einfach die Energie nicht länger da in den Sand setzen, sondern eher dahin investieren, wo es auch wirklich Sinn macht oder wo sie sich vermehren kann. Mhm. Wie seht ihr die Gefahren der KI, die jetzt ja unters Volk gebracht und verschenkt wird, so großzügigerweise, dass jeder Zugang hat? Was läuft da? Magst du zuerst? Ja, mein Gefühl ist, das kommt so von hinten. So schleicht sich das irgendwie an, die Leute sind abgelenkt, hier Krieg, da ein Krieg, oh, jetzt kommen sie mit den Insekten. Ja. Die Leute sind ja immer abgelenkt. Und für mich fühlt sich das so an, so von hinten, so schleichend. Die meisten Menschen haben das gar nicht auf dem Schirm, auf dem Radar. Vor allem ist es ja auch die Gleichschaltung, kann man so sagen. Mhm. Die Individualität geht dadurch verloren. Du bist nicht mehr einzigartig und deine Fähigkeiten sind ja auch nicht mehr so willkommen, mehr oder weniger, sondern nur den Weg der KI gibt es dann. Und wer dann halt nicht mitmacht, gehen wir mal jetzt davon extrem aus, dann kann zum Beispiel sein, aus dem Nichts heraus, dein Konto geht nicht mehr, das geht nicht mehr, hast keinen Zugang und so weiter und so fort. Da gibt es im Endeffekt nur mehr Schwierigkeiten, als was uns hier erzählt wird. Also die Matrix arbeitet ziemlich perfekt von allen Seiten her, schleichend und hinterhältig. Habt ihr schon mal ein bisschen Entdeckungen machen können, wer hinter dem ganzen Theater überhaupt steckt? Also es gibt sehr viele Berichte. Ich schaue ja auch viel auf Englisch. Gibt es viele verschiedene Perspektiven. Also ich habe das Gefühl, das ist außerirdische Technologie. Ich hatte da auch Visionen gehabt vom Fall von Atlantis vor vielen, vielen Jahren. Da hatte ich mal darüber berichtet auf meinen alten Kanälen, kann ich mich erinnern. Und da habe ich gesehen, wie die Dracos, wie sie diese KI in unsere Welt hineingebracht haben. Und ich habe gesehen, wir haben mit komplett anderer Technologie gearbeitet, die frei von dieser KI war. Zum Beispiel Kristalltechnologie. Genau. Eins davon, freie Energie. Das war ganz normal. Und irgendwie haben sie einen Weg gefunden, in Atlantis einzudringen. Ich kann nicht genau sagen, wie, aber sie haben es irgendwie geschafft, da einzudringen. Und ich hatte da Visionen von einem Schiff, was eigentlich ziemlich kaputt war, weil es fast unmöglich war, in Atlantis einzudringen. Und sie haben es irgendwie geschafft mit ihrer destruktiven Technologie. Und es war so ein Schiff, da kamen auch Abgase raus. Es hat auch schon die Luft verpestet und es hatte rote Lichten. Also wenn ein Schiff rote Lichter hat, bin ich immer vorsichtig. Ja, und so sah das aus, kann ich mich erinnern. Und es landete dann im Wasser und dann kamen diese Wesen zahlreich heraus. Und es ging alles sehr, sehr schnell, weil die Schwingung war eigentlich zu hoch für sie. Also das sind so Visionen, die ich mal sah und so kam dann diese KI zu uns runter. Das Wasser war dementsprechend ja auch verseucht dann. Also es war ein Schiff, total destruktiv, da kamen Abgase raus, es hat schon angefangen, die Luft zu verpesten und wir wussten nicht, was das für eine Technologie ist. Und auch bei einigen Bildern kann man ja auch sehen, dass früher in Ägypten hatten die ja schon das Handy an der Hand, so bei manchen wie nennt man das nochmal? Statuen. Statuen, genau. Die haben zum Beispiel auch schon ein Handy, dann ein, ja,
Kopfhörer, all sowas, das haben die schon alles. Es ist einfach nur eine Wiederholung der Matrix und die, da die Menschheit halt viel vergisst und durch den Schleier des Vergessens halt geht, deswegen können sie es einfach ständig wiederholen. Aber jetzt darf sie auffliegen, die alte Matrix, und jetzt darf es anders werden. Mhm. Aber dafür muss es erstmal gesehen oder erkannt werden. Weil wenn man es nicht erkennt, dann sieht man ja bei den meisten im Kollektiv, was ist dann einfach so weiterleben, wie es vorher war, obwohl man links und rechts spürt die ganze Zeit. Sie spüren es ja, dass alles gleich zusammenstürzt, also innerhalb der nächsten Zeit. Mhm. Und um nochmals auf die Wesen zurückzukommen, die sich momentan noch mit einem menschlichen Aussehen tarnen, sage ich mal. Da habt ihr bestimmt schon einige gesehen. Sind das alles dieselben oder sind das unterschiedliche und wie sehen die aus? Wow, es ist schwer, das für mich zu beschreiben. Weil ich bin immer der Meinung, wir sind alle im Training. Das ist das, was wir meinten zu Beginn. Wir filtern da auch gerade noch viel raus und vielleicht sehen wir auch nicht alles richtig. Was ich so für mich festgestellt habe, es sind oft so Seelengruppen oder es ist dieselbe Gruppe. Und die haben dann viele verschiedene Körper von sich und es ist eigentlich dasselbe Wesen. Mhm. Also du siehst dann wie die Energie oder wenn du in die Augen schaust, irgendwie kommt mir der bekannt vor, den habe ich doch schon mal gesehen, so in einem anderen Körper. Also es ist wie, sie nehmen verschiedene Körper an und es ist aber eigentlich oben drüber nur ein Wesen. Also das Bewusstsein ist quasi Copy-Paste. Genau. Ja, genau. Das haben wir, also habe ich öfter so gesehen. Wie so eine Software, die einfach jetzt einen Roboter gerade abspult und so, die Software kann er auf verschiedenste Roboter weitergeben. Mhm. Und so halt aber auf menschlich gekleidet. Ganz ehrlich, ihr spinnt doch. Ja, klar. Definitiv. Na klar, spinnen wir. Was sagt ihr den Leuten, die jetzt behaupten, das ist doch alles nur Fantasie? Weiter reinspüren und recherchieren. So vor allem im englischen Raum gibt es sehr viele Informationen mittlerweile. Also ich schaue halt viel auf Englisch. Sehr viel. Das ist sehr schön, das tun wir nämlich auch. Aber wenn wir auf Facebook was Englisches posten, ist der erste Kommentar, gibt's das auch auf Deutsch? Kannst du mir das schnell übersetzen? Ja, ein 2-Stunden-Video schnell übersetzen oder was? Ja, in der Zeit, wo die jahrelang immer jammern und sagen, ich kann nicht Englisch, hätte ich schon Englisch, Französisch und Italienisch gelernt. Mhm. Aber sie tun's nicht, ja? Mhm. Gerade jetzt, ich sehe das natürlich in Deutschland, Österreich, in der Schweiz weniger, aber in Deutschland und Österreich ist schon extrem für uns deutlich, wie bequem die Menschen sind. Ja, es ist Hauptsache schwer nichts tun, oder was? Ja, es ist schwer hier. Das Warten auf einen Retter und dieser Retter kreuzt aber nicht, taucht aber nicht auf. Mhm. In Anführungszeichen. Oder er wartet noch, bis dass die Leute so laut schreien, dass sie dann alles machen, was der Retter dann von ihnen verlangt. Mhm. Das wäre ja wieder ein Plan der Matrix, gell? Genau, das wäre wieder so die Falle, ja. So die nächste Stufe. Genau. Das ist, wie du schon gesagt hast, auch Sandra, mit der Alternativgeschichte. Man muss wirklich sehr aufpassen. Die meisten, sage ich mal, Gatekeeper sind gar nicht bewusst. Ja, die machen das aus einer guten Absicht, aber die sind selber so gebrainwashed und irregeleitet worden, dass sie am Ende wieder nur die Passivität unterstützen. Ja, meditieren, ein bisschen positiv denken, ein bisschen lieben und vergeben und so weiter. Noch keiner von denen hat gesagt, steht auf, sagt denen, wo die Grenze ist, zeigt ihnen auf, haltet eben die Presse. Oder, ja, genau, ja? Das ist schön formuliert, ja. Ja, bei den Empathen ist es ja sowieso so, wir haben Probleme, eine Grenze zu ziehen. Und ich finde, diese Lehren bestärken einen darin, ja überhaupt keine Grenze zu ziehen. Und wir Empathen müssten oft eine Grenze ziehen. Mhm. Weil wir haben ja sowieso immer Mitgefühl. Ja. Und sehen das Potenzial sowieso in jedem Menschen. Genau. Auch in den Dunklen. Man sieht immer das Potenzial. Und vor lauter Potenzial sehen halt, vergisst man halt gerne dann auch diese Grenze zu ziehen. Das ist halt jetzt, gerade jetzt in der aktuellen Zeit, immens wichtig, diese Grenze zu ziehen und auch für seine Werte dann einzustehen und nicht einzuknicken, nur weil es jetzt gerade einem Menschen nicht gefällt. Mhm. Empathen haben ja das Problem, dass sie für jeden einstehen, aber nicht für sich selbst. Korrekt. Mhm. Ja. Das ist dieses Wertthema, oder? Definitiv. Sie sehen gar nicht, dass sie wertvoll sind und dass sie wirklich jetzt gebraucht werden. Jeder Einzelne. Definitiv. Ja.
Und das ist ja natürlich auch gesteuert, weil das sind ja die eigentlich starken Kräfte, die wir jetzt hätten. Die Empathen, die Herzmenschen. Genau. Wenn, oder? Also muss man die irgendwie ein bisschen beruhigen und sagen, das kommt schon, muss nur Geduld haben, vergeben und vergessen. Und ja, arbeite deine Themen, dein Karma auf, weil es liegt ja sowieso immer an dir. Ja, da genau. Geht es ja auch mal um die Verkörperung, einfach das zu verkörpern. Anstatt nur immer Innenschau, 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 ja, es ist gut. Dann hast du es nach oben geholt, an die Oberfläche innerlich. Und dann, was machst, fängst du jetzt damit an? Ja, es zu verkörpern, die Erkenntnis. Und dann einfach weiterzugehen. Und nicht ständig in der Wunde rumstochern. Davon wird es auch nicht besser. Wenn du wach bist, siehst du in alle Richtungen gleichzeitig. Da musst du gar nicht mehr groß konzentrieren. Du weißt, wer du bist. Du weißt, warum du so bist. Und du kannst auch erkennen, warum die anderen so sind, aber du musst ja nicht alles schönreden, oder? Einfach ehrlich mit sich sein. Ja. Du spürst es, ob es sich gut anfühlt oder nicht. Mhm. Ich finde, das sind Kinder wieder so eine Inspiration. Drücken auch alle ihre Emotionen aus. Und sagen auch direkt, nein, das möchte ich nicht oder ja, ich mag es lieber so. Mhm. Die sagen das sofort und die sind auch ehrlich. Mhm. Aber du siehst, ihr seht ja schon, wie die Erwachsenen nur schon damit Schwierigkeiten haben. Jetzt stell dir vor, Erwachsene würden das jetzt auch tun plötzlich. Wir hätten Chaos, glaube ich, weil dann die Leute wirklich zeigen, was los ist. Ja. Erinnert mich ein bisschen an den Film Der grüne Planet. Kennst du den Film? Diese Satire? Ja, da kann man es dann sehen, was passiert mit den Leuten. Ja. Wenn sie plötzlich aufwachen und sehen, was hier los ist. Mhm. Wir sind dann die... Ja, genau. genau. In den Schock. Ja. Was ich das vorstelle, das hier zu können. Ja, du. Ich behaupte ja, wir machen es ständig. Mhm. Oder? An den meisten geht es einfach vorbei. Ja. Das stimmt, das ist ein guter Einsatz. Ja. Ja. Also ich habe einen guten Kontakt zu meiner, ich sage jetzt mal, Familie, Seelenfamilie oder Geistfamilie oder Gott auch und so. Ich habe da kein Thema. Es ist einfacher, mit denen für mich zu reden, als mit jemandem da draußen. Mhm. Weil die gucken dich ja nur an und haben keinen Plan. Ja? Mhm. Die einzige Rundumschau, die sie kennen, heißt Rundschau und läuft im ARD oder so. Ja. Und dann ist fertig. Ja. Ja. Jetzt habe ich natürlich als Empath immer den Wunsch, Menschen wie euch zu unterstützen. Da ich aber alles alleine einfach nicht schaffe, ein kleiner Aufruf jetzt an dieser Stelle an unsere Zuschauer. Gibt es eine Möglichkeit, wie man euch das Leben ein bisschen erleichtern kann oder unterstützen kann, damit ihr noch besser wirken und die Matrix noch besser durchschauen lernt und uns allen damit auch helft? Also könnte man was für euch tun? Naja, wir sind auf der Suche nach einem Wohnraum, nach einer Gemeinschaft, nach einer Wohnung. Mhm. Die halt auch für das Neue steht. Mhm. Mhm. Schon ein bisschen mehr halt sieht. Mhm. Mhm. Okay, also wenn jemand da draußen jetzt zuhört und selber in so einer Gemeinschaft lebt oder eine kennt, ihr werdet für Tipps mit Sicherheit dankbar, oder? Sehr, ja. Wir fragen immer wieder andere Leute. Es ist halt schwer jetzt im Moment, ne? Mhm. Wohnraum wird eng. Mhm. Da geht ja auch aktuell ganz viel rum. Mhm, Deutschland passiert das sehr viel gerade, ja. 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 Aber ich bin zuversichtlich, weil wir werden ja nicht im Stich gelassen. Nein, es geht immer irgendwie weiter. Ja. So schaut's aus. Ja. So, wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Jawohl, oder eine Gemeinschaft oder Geld oder genau, irgendwas. Genau, sowas in der Art. Es geht immer weiter. Ja. Also und eben dieses Vertrauen zu haben, was du jetzt da aussprichst oder was ihr beide verkörpert, eben in Zeiten, wo es nicht so ist, das macht den Unterschied zwischen echter und falscher Spiritualität. Ja, wir vertrauen einfach in das Höhere, dass es da eine Kraft gibt, die uns unterstützt. Umso mehr du ihr dienst, umso mehr bekommst du Unterstützung, aber halt von einer komplett anderen Seite. Mhm. Die Erfahrung, die durfte ich jetzt oft machen. Wenn ich glaubte, jetzt bin ich erledigt, alles ist hoffnungslos, dann kam unerwartet irgendein Ereignis auf mich zurück, was uns dann sehr geholfen hat. Mhm. Und das verstehen wir mit unserem Verstand nur sehr schwer. Ja, das also ist diese Hilfe.
Ja, die geht eben nicht linear und logisch, die Genau. geht Ich kann es ja nach. bestätigen aus der Zeit, wo ich auf dem Rollstuhl angewiesen war mit der Erfahrung und das alles. Mein Verstand ist, also bevor die Erfahrung war, mein Verstand ist durchgedreht, muss doch arbeiten, muss doch dies, muss doch das. Alles, was die Matrix einem halt vorgeschrieben hat, wie man zu sein hat, das ist halt da alles nur da oben an Stimmen sind, ist da die ganze Zeit wie ein Ratterschwanz gelaufen. Und irgendwann mal habe ich gemerkt, so wie irgendwie vergeudest du hier nur deine Zeit und deine Energie. Du liegst zwar jetzt im Bett, kannst deinen Körper nicht ansteuern, aber warum mache ich mir innerlich, tue ich mich noch selber bekriegen? Warum? Und Ja, dann das habe sind die ich innerlich Programme, Frieden, oder? dann habe ich innerlich Frieden geschlossen, habe die Schmerzen als Anteil von mir gesehen und nicht mehr, das muss weg, das muss weg. Und die Schmerzen habe ich einfach als ein Anteil von mir gesehen. Und dann plötzlich begann es, so wie meine Seele oder Bewusstsein begann aus meinem Körper zu gehen. Und dann begann diese Erfahrung. Und wie lange hat es gedauert, bis du wieder gehen konntest? Oh, dürften weniger als ein Jahr gewesen sein oder ein Jahr. Ja, das war bestimmt nur Zufall, oder? Für viele Ärzte ist es aktuell nicht mehr nachvollziehbar, wie das sein kann. Die haben auch nicht Ja. verstanden, warum ich damals trotz dessen, dass ich das nicht, meinen Körper nicht richtig ansteuern konnte und alles drum und dran, die haben es nicht verstanden, wie kann es sein, dass der trotz dessen noch fröhlich ist. Und dann dessen, wie sie dann drauf waren und die ganze Zeit mich betitelt haben und alles drum und dran, das ging mir irgendwann so auf den Keks und das hat eher die Stimmung gedrückt, aber von mir heraus eher, ich war trotzdem fröhlich. Das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt, was ich immer wieder beobachte bei Menschen, die so sind wie wir. Egal wie schlimm die Situation ist oder wie groß die Schmerzen sind oder wie schlecht es ihnen geht, die Grundhaltung ist immer glücklich sein. Habt ihr das Richtig. auch so? Ja, wir sind sehr positive und glückliche Wesen. Definitiv. Neugierig, offen, offen für neue Meinungen. Wir lernen gerne und schnell. Ja. So, Ja, es ist, wir wissen doch, dass wir nicht alles wissen. Also können wir doch von jedem Einzelnen dazulernen, sei es das, was wir vermehren wollen, oder die Person zeigt uns einfach, nee, das wollen wir doch gar nicht. Und dadurch kann man es noch viel leichter justieren. Was möchte ich vermehren? Wohin geht der Weg? Ja, ich glaube auch viel wichtiger als alles zu wissen ist nicht alles zu glauben. Ja, Ja. genau. Und vor allem Weil, die Verantwortung halt zu übernehmen. ja, aber solange die Menschen glauben, dass sie wertlos sind, werden sie wertlos sein. Punkt. Und wenn wir kommen und wir sagen, ihr seid wertvoll, dann glauben sie es gar nicht. Die meinen, wir sind auf Eigenprofit aus, oder? Ja, Genau. wir meinen es nicht ernst, ja. Ja. Sie wurden halt oft belogen. Zum Ja. Beispiel, ich hab mal zum Beispiel eine Putzfrau. Ich habe sie gelobt, gedankt, dass sie überhaupt das alles sauber macht und so weiter in den öffentlichen Toiletten. Dadurch ist es angenehmer, da hineinzugehen und so weiter und so fort. Für die war das erstmal komisch. Die hat gedacht, ich verarsche sie. Und dann habe ich gesagt, ich meine es wirklich ernst. Und dann kam die damit nicht klar, musste erstmal weg von mir, so wie was ein Lob zu bekommen und so weiter. Und dann am Ende so wie sind wir uns nochmal über den Weg gelaufen. Dann sagt sie so wie Dankeschön. Ja, das sind die kleinen Zeichen, die wir hinterlassen können in der Welt, hä? Ja, Genau. genau. Die kleinen Feinheiten ergeben am Ende was ganz Großes. Ja. Wie ein Kind, es lernt laufen, fällt hin, läuft weiter und so weiter. Es steht immer wieder auf, weil es dran glaubt, es schafft es zu laufen zu können. Ja, steht der Tropfen, höhlt den Stein. Bei mir war es auch so. Ich dürfte ja jetzt eigentlich auch nicht laufen können. Und trotzdem, ja, Zufall halt, oder wie man so schön sagt. Ich wäre schon längstens verschwunden nach normalen Ansichten, oder? Wäre das alles gar nicht möglich. Und mittlerweile kenne ich so viele Menschen, wie jetzt auch euch, die das Unmögliche möglich machen und es zeigen, jeder sieht es. Und es ist so schwer für die Menschen, wenn du mit einer Lösung kommst, dass sie sie annehmen. Probleme nehmen sie sofort. Aber Definitiv. Lösungen, da tun sie sich wirklich schwer. Da hat auch Hollywood einiges dafür getan, dass das so passiert bei den Leuten. Auf den Retter warten. Ja. Ist ja immer gut gegen böse, ein paar Helden und die richten alles. Sitzt sehr tief, das Programm. Ja, Ja, anstatt zu einfach. erkennen, dass sie der Hauptcharakter in ihrem Leben sind. Anstatt immer nach einem neuen Idol zu suchen, von dem sie niederknien können, sollten Genau. sie mal aufstehen, oder? Stattdessen können Sie sich ja fragen, was möchte ich verkörpern? Wer möchte ich einfach sein?
Wer möchtest du sein? Meinst du jetzt mich? Ja. Einfach ich, einfach das, was mein Herz mir sagt, das möchte ich einfach hier verkörpern. Und jeden Tag kommt da ein Impuls und den tue ich einfach Stück für Stück schauen, wie ich den hier verwirklichen kann. Und ich merke es einfach, vor über 10 Jahren habe ich damit angefangen und ich muss echt sagen, also in dunklen Zeiten, früher wäre ich zusammengeknickt, hätte mich zurückgezogen und so weiter. Inzwischen ist es soweit, auch in dunklen Zeiten egal, ich zeige mich trotzdem, ich bin trotzdem, ich stehe trotzdem zu mir und gehe trotzdem weiter. Ich nehme an, bei das andere ist es nicht anders, oder? Ähnlich, ja. Ich vertraue einfach meinem Herzen und ich tue das, was ich fühle. Ich liebe die Musik zum Beispiel sehr und die Kunst, weil ich finde, die Kunst ist so eine Brücke, wo du doch noch Menschen erreichen kannst. Viele Menschen, habe ich den Eindruck, fühlen sich dann sicher. Ja, so nur ein Bild, ist ein Song, ja, der berührt mich halt jetzt, so ist ein Film. Aber ich finde, du kannst durch die Kunst trotzdem auch Botschaften verschlüsselt an die Menschen weitergeben. Ja, es gibt viele Sprachen und die, die wir gewählt haben mit dem Mund, ist wahrscheinlich die schlechtest geeignetste Kommunikationsform, um wirklich Informationen rüberzubringen, ja, oder? Sehr langwierig, ja. Ja, mühsam. Mühsam, genau. Das mit dem Herzen zum Beispiel, da können wir einfach nur unsere Geschichte erzählen, wie wir zum Beispiel uns kennengelernt haben, einfach. Wollte wie das ist, das Herz zu verkörpern, einfach. Ich hatte den Herzimpuls, zu diesem Event hinzugehen. Sandra hatte diesen Impuls genauso. Und am Ende haben wir uns dort begegnet. Wir haben keine Nummern ausgetauscht, gar nichts und haben uns am Ende des Events auch wieder verlaufen. Aber während des Events hat Sandra, ich war in der Küche gewesen, hab ein bisschen Wasser getrunken und musste das erstmal alles reflektieren. Der Verstand ist durchgedreht, du spinnst, deine Gefühle, bla 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 und so. So wie, hallo, kennt euch doch gerade mal vielleicht wenige Stunden und so. Und das, ja, und dann bin ich einfach in die Küche, musste erstmal reflektieren, was ist das und so weiter. Und wer taucht plötzlich aus dem Nichts auf? Wenige Minuten nach mir kommt sie. Und ihre Freundin damals hat schon zu mir gesagt, so wie spürst du das auch zwischen euch? Und da habe ich gesagt, ja. Und mein Kopf dann natürlich hat dann wieder Überhand genommen und hat auf den Boden geguckt, aber ich weiß nicht, was das ist. Und am Ende des Events haben wir uns verabschiedet und ich und ein Kumpel sind woanders hin, sind zum Hotel gegangen, weil wir wollten weiterreisen nach Berlin. Und was war Sandra? Ist plötzlich bei der Kreuzung dort gewesen. Wir sind beide in andere Richtungen gelaufen, aber sie ist genau in der Kreuzung gewesen, wo wir auch vorbeigelaufen sind. Okay, da haben wir uns dann die Augen geschaut, haben Raum und Zeit verloren, vergessen und alles drum und dran. Und dann plötzlich sehe ich, die Ampel schaltet grün und die Gruppe, mit der sie mit wollte, geht auch weiter, weil willst du nicht mit und so weiter. Und so plötzlich, oh Gott. Und dann bin ich weitergereist mit meinem Kumpel und Sandra war dann wieder unten in Nürnberg, in Bayern. Und dann am Ende war es so, ich habe mit ihrer Freundin damals ein Treffen abgemacht mit meinen Kumpels. Und dann, wer taucht dann plötzlich genau bei diesem Treffen auf, ohne dass ich was wusste davon. Und das Spannende ist sogar... Aber ich denke, deine Freundin hat das arrangiert. Ja, die war da mit dabei. Ja, die hat das mitconnected, stimmt. Und das Spannende war ja sogar, bevor wir uns überhaupt gekannt haben, ich habe sie durch einen Kumpel auf Facebook gesehen gehabt, so wie, da ist eine Verbindung, schickst dir mal eine Anfrage und Thema wieder gegessen. Irgendwas spüre ich da, aber keine Ahnung, was es ist, direkt wieder weg. Ich habe sie nie akzeptiert, die Anfrage. Ja, dann habe ich ihr das bei dem Treffen sogar gesagt, so wie, ja stimmt, sie war das, wo ich was gespürt habe. Und dann habe ich ihr das halt erzählt gehabt beim ersten Treffen, bei dem Event, wo auch ihre Augen sofort so bumm geleuchtet haben. Wir haben die so gleiche wie, Reaktion. Ich habe dich die ganze Zeit gesucht, also so selig könnte man das sagen. Aber vom Verstand natürlich nicht, aber selig, so wie, da bist du ja endlich. Und das Spannende war auch, wo wir bei dem Treffen, also mit der Freundin das Treffen gemacht hatten, wo ja Sandra auch dabei war, genau in dem Moment, wo wir nebeneinander auf der Bank gesessen sind, hat genau ihr Ex, genau in dem Moment, wo wir nebeneinander gehockt haben, hat ihr Ex angerufen. Und das war jetzt die Meisterprüfung, so wie, was möchtest du, Sandra, entscheide dich. Ja, das machen die ja noch gerne, diese Asuras, wie ich sie nenne auch, dass sie in diesen Momenten versuchen, solche Verbindungen zu verhindern. Ja, weil genau, zu cutten, zu stören. Ja, ja, weil die sind einfach noch zu mächtig, genau. Oder? Am Ende war es auch noch spannend. Am Ende wollte sogar noch die Freundin von Sandra uns auseinanderbringen und die Freundin wollte auch was von mir, hat sie mir eingestanden und ich habe aber zu Sandra gestanden und das hat die... sauer aufgestoßen und wollte uns dann auseinanderbringen und dann war die Freundschaft natürlich dann auch zu ihr weg. Mhm. Ja, so schnell kann es gehen.
Ja, loslassen ist ja auch ein Teil der Entwicklung, gell? Richtig, genau. Das Ende der Täuschung, die Enttäuschung. Genau, genau. Und dann möglichst ohne Groll und ohne nachtragend zu sein, in Liebe loslassen, sonst hängt man wieder in der Matrix. Eben, dann hast du da die Schnüre dran und du kommst dann auch nicht wirklich los. Mhm. Ja, ich sehe schon, wir könnten noch ewig weitermachen. Auf jeden Fall. Noch unendlich viel zu erzählen. Den ganzen Tag quatschen. Die Zeit läuft leider trotzdem und ich möchte es aber nicht verpassen, euch noch die Frage, die entscheidende Frage zu stellen. Welche Frage habe ich vergessen? Gibt es noch eine Frage, die ihr gerne beantworten würdet, die ich aber nicht gestellt habe? Fällt dir was ein, Marcel? Marcel, hilf, hilf, hilf. Hilfe, dir fällt nichts ein. Also ich finde, für dieses Interview haben wir, finde ich, schon alle Fragen beantwortet, um das es abgerundet ist am Ende. Ja, einfach euer Ding weitermachen und im Herzen zentriert bleiben und einfach schon die neue Zeit verkörpern. Jetzt. Also ich gebe da auch gerne als Tipp, wie soll die neue Welt aussehen? Und visualisiere immer wieder diese neue Welt und schau, was du jetzt aktiv tun kannst, um sie schon zu verkörpern und zu erschaffen. Also was ist die neue Welt für dich? Immer wieder diese neue Welt visualisieren. Wie sieht sie aus? Welches Schulsystem haben wir? Welches Finanzsystem haben wir? Und wie fühlst du dich dabei auch auf diesem Weg? Mhm. Ja. Ganz nicht wichtig. So weit in den Sog rein. Mhm. Ja, Sog der Tretmühle, wo man die ganze Zeit nachdenkt, nichts passiert oder zu warten auf einen Retter und so weiter, wie wir ja schon gesagt haben. Das ist ja alles nur die Tretmühle, dass man gibt Verantwortung ab, man hat keine Selbstermächtigung und man sitzt eigentlich auf heißen Kohlen die ganze Zeit. Ja, letztlich wird dein Leben halt so sein, wie du es lebst und nicht wie es ist. Mhm. Ja. Ja, super. Dann kommen wir doch zu unserem Abschluss mit diesen ominösen Satzanfängen. Jetzt, wenn wir zu dritt sind, machen wir das so, dass immer zuerst die Sandra, Ladies first, den Satz vollendet und dann aber du auch und wir schauen mal, was da kommt. Hä? Okay, super. Denkt bitte daran, es sind Satzvervollständigungen und keine Abhandlungen dann gedacht. Wirklich, der erste Gedanke, der kommt, wie ihr es gesagt habt, nehmt den und schaut mal, was da passiert. Ready? Okay, ready. Bevor es gleich weitergeht, hier eine kurze Information für dich. Wir empfehlen dir von ganzem Herzen unseren Bewusstseinsflug. Für noch mehr Informationen weit jenseits des Mainstreams. Hier findest du eine Fülle an wissenswerten Informationen rund um die Themen Bewusstsein, Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität. Tausende Beiträge, Vorträge, Interviews, Texte, Videos und Q&As. Hole dir jetzt oder zumindest gleich nach dieser Sendung dein 3 Monate Testabo und werde Teil unserer Bewusstseins-Community. Genau, wenn du bereit für echten Tiefgang bist, dann bist du bei uns goldrichtig. www.bewusstsein-vlog.com. Wir freuen uns auf dich. Der erste Gedanke, der kommt, wie ihr es gesagt habt, nehmt den und schaut mal, was da passiert. Ready? Okay, ready. Die gegenwärtige Zeit ist spannend. Jetzt. Die Menschheit wird aufwachen. Überrascht sein. Freiheit ist jetzt. Dem Herzen zu folgen. Wir müssen lieben. Nichts. Die Mainstream-Medien werden. Oh, das ist schwierig. Spannend. Auffliegen. Die Gepieksten werden einsichtig. Ja. Erkennen, dass sie etwas getan haben, was ihnen nicht entspricht. Wenn ich könnte, dann würde ich einfach ich sein. Die Freude. Einfach Freude. Die Freude immer teilen mit anderen. Ich würde niemals Böses wollen. Andere Menschen etwas Schlechtes tun. Ich bin alles und nichts. Liebe. Das Leben ist
Aufregend. Ein Abenteuer. Liebe ist alles und nichts. Ist einfach das alles. Sehr schön. Jetzt stellt euch mal vor, ihr hättet die Möglichkeit, eine Botschaft an die gesamte Welt hinausschicken zu können. Jede Seele in diesem Universum würde diese Botschaft hören. Wie würde jetzt eure heutige Botschaft lauten? Sandra? Lebt euer Leben, jeden einzelnen Moment, den ihr habt. So die göttliche Stimme spricht zu euch hier. Hier ist die Antwort. Und macht die Welt zu einem besseren Ort. Das ist ganz, ganz einfach. Was würde passieren, würden wir nicht länger unserem destruktiven Verstand folgen, diesen ganzen Stimmen, die da herumkursieren, und unserem Herzen folgen, einfach den Seelenimpulsen und der göttlichen Quelle dienen? Was wäre dann möglich? Ja, vielen Dank. Gute Frage. Was wäre dann möglich? Vieles ist möglich. Noch mehr ist möglich, wenn ihr, liebe Zuschauer, uns unterstützt. Sei es mit einem Like, mit dem Teilen einer Sendung, mit dem Spenden eines kleinen Betrages, entweder an FreeSpirit TV und mich oder an Sandra und Marcel, die eine Bleibe suchen und die bestimmt um jeden Cent froh sind, wo sie sich was Feines, Gesundes zum Essen kaufen können und trotzdem sich immer die Zeit rausnehmen, um für uns alle da zu sein. Das ist ein sehr schöner, lichtvoller Charakterzug. Aber eben, wie gesagt, ohne euch da draußen geht's nicht. Wir brauchen euch und ihr braucht uns. Lasst uns die gegenseitige Wertschätzung einfach pflegen und genießen und vor allem eines, oder? Nicht vergessen, wieder bei uns vorbeizuschauen, wenn es zum nächsten Mal heißt, willkommen bei FreeSpirit TV, dem Sender jenseits des Mainstreams. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Alles Gute, Dankeschön. Danke euch auch, tschüss. Tschüss.